Hallo ihr lieben Freunde der Wahrheit und herzlich willkommen bei Kommentare zur Politik, eurem objektiven Nachrichtensender. Und heute ganz besonders muss ich diesem Versprechen auch mal wieder treu werden, auch wenn ich tatsächlich in Gefahr gehe, dass der Kanal irgendwann mal gelöscht wird, weil es ist hier eine massive Medienkampagne Richtung CO2, Greta und so weiter. Die habt ihr schon gesehen. Never Forget Nikki wurde gelöscht. Und nur durch Einspringen eines sehr begabten Anwalts ist da was gerettet worden. Und jetzt haben wir KenFM, 274.000 Abonnenten, einer der, sagen wir, Verschwörungstheoretiker der ersten Garde. Und dieser Mann hat jetzt ein Video rausgebracht, wo er dann auf natürlich subversiv interessante Art quasi erklärt, Gretel hat recht und die Kritiker haben keine Ahnung. Und das wollen wir uns mal zusammen jetzt einfach mal anhören, weil er sagt quasi, wer Gretel kritik, der hat meistens kein Gegenargument. Und da wollen wir mal schauen, ob wir nicht Gegenargumente finden. Wer aufmerksam an meinem Kanal lauscht, der kennt sie schon, die meisten. Aber das ist einfach wichtig, er hat heute das Video rausgebracht, bracht KenFM, und er wird höchstwahrscheinlich viele verwirren. Ich nehme mal an, dass er da ein Eingeweihter ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so wenig klar denken kann. Aber wir schauen uns das Video an. Ich spiele es auf meinem Handy ab, damit ihr das hören könnt. Also entschuldigt eine nicht perfekte Soundqualität. Ihr findet es KenFM und der Titel: Wir brauchen zwei, drei, viele Zopfgretels. Und damit meint er Greta Thunberg. Und im Hintergrund ist dann nur Gretas Bild. Der Ton allein variiert. Ach so, ja, und ich höre es auf 1,25-facher Geschwindigkeit, dass wir ein bisschen Zeit sparen. Bist du es? Wir brauchen zwei, drei, viele Zopfgretels. Ein Kommentar von Matthias Brackers. Mein Freund S. glaubt nicht, dass die Erderwärmung etwas mit dem Ausstoß von Treibhausgasen zu tun hat. Er hält die Kids von Fridays for Future für ferngesteuert und gehirngewaschen und mit ihnen die Wissenschaftler und Forscher aus aller Welt, die behaupten, dass CO2 und Co. einen Einfluss auf das Klima haben. Okay, da schon mal der erste Fehler. Wissenschaftler aus aller Welt, die behaupten, das klingt dann so, alle Wissenschaftler sind auf der Seite und die sind alle verrückt und nur er weiß es besser. So, das vermittelt er. Wahrheit ist, ganz viele Wissenschaftler, unter anderem einen, mit dem ich Kontakt habe, Kalte Sonne, die könnt ihr selber schauen, sehen das anders, aber die kommen nicht zu Wort. Also die Wissenschaftler, die KenFM meint, sind eigentlich die Journalisten oder die Zeitungen, also nicht wirklich die Ahnung haben. Aber okay, hören wir weiter. Dass ausgerechnet du als ansonsten superkritischer Kopf diesen Klimaquatsch nicht hinterfragst, verstehe ich nicht. Also nochmal zur Erklärung, da kommt einer jetzt, der wahrscheinlich ein Freund von dem KenFM, und die fahren Zug zusammen, und dann kommt ein Klimakritiker, also sowas wie so jemand wie ich, und sagt ihm, hey du, wieso glaubst du an den Klimaquatsch? Und dann antwortet er eben, also das ist das Szenario, ich hoffe, ihr seid da mitgekommen. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Weil ich zu mir, und weil ich schon ein bisschen müde war und lieber zuhören als reden wollte, bat ich ihn, mir doch zu erklären, wer denn hinter all den Klimaforschern, Wissenschaftlern und Journalisten und der kleinen Schwedin Greta und all den Schulstreik-Kids steckt, wer sie inszeniert und fernsteuert und vor allem zu welchem Zweck. Diese Zopfgretel ist doch das beste Beispiel, dass das alles eine Show ist, wie die hoch und runter gehypt wird von allen Medien, das ist doch alles nicht echt. Mein Hinweis, dass ihre Forderungen doch sehr konkret sind und dass es nützlich ist, sie in den Medien zu verbreiten, quittierte er mit Kopfschütteln. Das ist doch alles Fake. Und heraus kommt eine idiotische CO2-Steuer, die nur den kleinen Pendler mit seinem alten Diesel trifft, aber nicht die Bonzen mit ihren Elektro-SUVs. Okay, also was euch auffällt, der Klimakritiker wird hier als der etwas Dumme dargestellt, der sagt, ja, das ist alles Fake, hat quasi keine Argumente, während hier unser Kommentator von KenFM, der sagt, ja, ist ganz so wissenschaftlich und sagt, ja, hast du denn irgendwelche Argumente? Und der, nein, ich habe gar keine Argumente, so in der Art. Also es ist hier ein klares Szenario, was abgespielt wird. Genau, ich meine, jetzt hören wir gleich, dass er auch etwas positiv sagt. Was Letzteres betrifft, musste ich meinem Freund recht geben, denn es ist zu befürchten, dass bei den in der Regierung ventilierten Steuerkonzepten genau so etwas herauskommt. Was aber? Genau, also die Gefahr ist, wie er schon sagt, dass eben die Reichen können sich einen Elektro-SUV kaufen und die Armen, die haben dann einfach kein Geld mehr, um sich irgendwie noch fortbewegen zu können, weil... Ja, das ist ja das Szenario, aber das habe ich schon öfters erzählt, aber wir können nochmal drauf eingehen. Und mit dem Zustand der Politik und nichts mit den Forderungen der Ökologie im Allgemeinen und Greta im Besonderen zu tun hat. Weil es dann aber nicht wirklich erklären konnte, welche Großverschwörung von Universitäten in aller Welt bis hin zur kleinen Greta die Klimalüge propagieren lässt und welche Absichten die sinistren Strippenzieher damit verfolgen, musste ich mich nochmal aus dem Sessel aufschwingen. Okay, also er konnte es nicht erklären. Wenn das Szenario, was er hier beschreibt, überhaupt echt ist, dann war das wohl ein Klimakritiker, der nicht allzu gut informiert ist, und das kann passieren. Deswegen versuche ich auf meinem Kanal zu informieren. Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Thema. Man muss wirklich sehr viel da forschen, sehr viel Wissen eigentlich haben und auch schon physikalische Grundvoraussetzungen, um da mitzukommen.
Aber wieso suchen Sie sich nicht so einen aus? Wieso suchen Sie sich nicht so einen aus? Wieso nehmt ihr jetzt irgendeinen, der es halt nicht weiß, hier bei KenFM 274.000 Abonnenten? Wieso? Und dann sagt er, was ist der Plot im Hintergrund? Und der Plot im Hintergrund, habe ich schon öfters gesagt, eine Elite hat dann besonders, ganz, ganz besonders viel Macht, wenn so etwas wie Kommunismus herrscht. Wir können es gern anders nennen, wir können es globale Gerechtigkeit oder Sozialismus nennen. Es geht darum, dass letztendlich das Gesamte der Besitz in Händen einiger weniger ist. Und genau das war im Osten, im Kommunismus der Fall, in Russland und so weiter. Es gab eine Elite, die hat in Saus und Braus gelebt, konnte von A nach B jetten, hat sich die schönsten Häuser an den schönsten Seen mit ja, Privatgrundstück am See geangelt, während die Allgemeinheit eine kürzere Lebenserwartung hatte, immer so die Reste und die Krümel nehmen musste. Und wir laufen in dieselbe Richtung. In Deutschland zahlen einige Menschen mittlerweile schon 75% Steuern, wenn du den Arbeitgeberanteil und die Mehrwertsteuer mit in Betracht ziehst. Also wir sind quasi schon fast im Kommunismus. Jetzt noch eine CO2-Steuer und wir sind nochmal einen Schritt näher da. Und das ist der Plot im Hintergrund. Das sagt KenFM, gibt es nicht. Tja, gibt es doch. Okay, mein Freund, gehen wir mal davon aus, dass menschengemachte Treibhausgase keinerlei Rolle spielen fürs Klima. Wir können weiter verheizen und dieseln, wie wir wollen. Wie sieht deine Politik aus gegen das Artensterben, die Massentierhaltung, die Meeresverseuchung, Waldzerstörung und, und? Oh nein, Leute, das ist so schlimm. Das ist Dass so schlecht. Umweltschutz und Klimaschutz zwei Paar Stiefel wären, die Genau. sich nicht gelten. Die sind Mit nicht diesem gelten. Bullshit-Argument kommen die selbsternannten Klimaskeptiker ja häufig angewackelt, ohne auszuführen, wie denn das eine ohne das andere funktionieren soll. Also, das ist mal richtig, richtig, richtig miese Stimmungsmache, finde ich jetzt. Also, lieber KenFM, ich will dir hier nichts unterstellen, aber das ist wirklich unterste Schublade. Ein Bullshit-Argument, dass Klimaschutz und Umweltschutz zu trennen sind, ist ein Bullshit-Argument. Also, ich habe ihm auch schon kommentiert da unter diesem schlechten Video. Das ist genau der Punkt. Es ist nicht nur zu trennen, Umweltschutz und Klimaschutz, es widerspricht sich sogar noch. Denn wenn ich das Klimaschutz schütze, dann heißt es, dass ich extrem viel Geld da reinstecke. Also die gesamte Industrie wird von unten nach oben umgekehrt. Die gesamte Industrie bei uns basiert auf relativ günstiger Energie, auf Autofahren, darauf, dass wir Tag und Nacht Strom haben. Und das funktioniert bisher nur mit fossilen oder mit riesigen Batterien, die einfach die Umwelt noch viel mehr verpesten. Also die erneuerbaren Energien, das heißt, Klimaschutz zerstört die Umwelt noch mehr. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Und er sagt, das ist ein Bullshit-Argument. Nein, das ist das allerbeste Argument. Das spricht am allerbesten, am allerlautesten spricht, dass die Umwelt noch mehr zerstört wird durch den Klimaschutz. 90%, wir können gerne eine Studie machen, kommt vielleicht 80% raus. Der Großteil des Geldes, 80, 90% des Umweltschutzes fließt in den Klimaschutz und zerstört damit oft die Umwelt noch mehr. Siehe Bioenergie, wo das Land verpestet wird. Also ich könnte mich hier echt aufregen, dass ihr hier sagt, das wäre ein Bullshit-Argument. Das ist das beste Argument. Wenn es egal ist, was wir alles in die Luft blasen, in die Böden kippen, in die Meere verklappen. Also dann vermischt er hier natürlich, was in die Luftblasenböden kippen. Dann vermischt er CO2, was ganz natürlich und gut ist, was die Pflanzen sogar brauchen. Vermischt du dann mit den Giften, die tatsächlich viel, viel, viel geringer, sagen wir mal 100.000 Mal geringer in Abgasen auch mit drin sind. Vielleicht sind es 10.000 Mal, können wir nachrechnen, aber viel geringer als CO2. Und CO2 ist das Klimading. Und dann vermischt das am besten noch, was wir in die Böden kippen. Ja, wann kippen wir was in die Böden? Ja, wenn wir wegen erneuerbaren Energien Kobalt aus Minen holen und da ist dann irgendwie 2% Kobalt drin und Lithium. Also da wird die Umwelt am allermeisten zerstört. Ich weiß nicht, ob er das wirklich nicht weiß oder ob er sich blind stellt. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Wenn es wurscht ist, was wir ausrotten, abholzen und verheizen, dann bleibt wirklich nur ein fröhliches Weiter so. Also, ja, sorry. Das ist genau, wie gesagt, eben, er wiederholt nochmal das Argument. Tatsächlich, Klimaschutz und Umweltschutz muss man strikt trennen. Sie widersprechen sich sogar. Das ist es, was mich an Skeptikern wie meinem Freund S. so nervt. Auch wenn sie von Geochemie keine Ahnung haben, halten sie nach drei gesehenen YouTube-Filmchen ausgefuchste Vorträge über CO2. Alternativen haben sie keine zu bieten. Aber Freund S war früher ziemlich links. Und ich hatte noch ein ziemlich revolutionäres Argument im Köcher, mit dem ich ihn vielleicht überzeugen könnte, seine Klimaskepsis etwas skeptischer zu betrachten. Also er sagt hier, das nervt ihn, dass die eigentlich keine Ahnung haben, die Klimagegner. Ja, ich meine, gut, ich muss das Argument so stehen lassen, denn dasselbe sage ich für den Klimabefürworter. Die haben quasi auch keine Ahnung. Du fragst sie, wie viel Prozent CO2 ist in der Atmosphäre und sie sagen die 5%. Nee, sorry, es ist 0,04. Und es war vor 150 Jahren 0,03. Und deswegen steigen jetzt alle auf die Bäume wegen diesen 0,01%. Es geht auch bei der ganzen ökologischen
Zwischenfrage, Artenschwund, Bodenzerstörung, Erderwärmung, nicht um diese Zopfgretel, nicht um die Grünen und die Bio-Latte-Macchiato-Szenen und diesen ganzen New Green Deal-Hype. Es geht um den Kapitalismus, um das Prinzip des ständigen Profits und des ewigen Wachstums. Das ist mit begrenzten Ressourcen und einem empfindlichen Habitat wie der Erde einfach nicht zu schaffen. Und jeder, der sich mit der ökologischen Frage ernsthaft beschäftigt, muss diesen Widerspruch erkennen. Dass die Future Kids noch nicht ganz so weit sind, kann man ihnen nicht verdenken. Sie sind ja noch jung. Aber wenn sie weiter nachdenken, werden sie darauf kommen, dass es mit dem New Green nur was werden kann, wenn der Kapitalismus mit seinem Wachstumszwang eliminiert wird. Aber weil die 0,001%... Also, ich habe vorher schon spekuliert, am Anfang des Videos, dass es darum geht, dass hier die Eliten wollen, eine Art Kommunismus, den wir in Deutschland eh schon zu 75% haben ungefähr. Ja, sagen wir 50%, weil andere zahlen ein bisschen weniger. Also wir haben schon einen halben Kommunismus in Deutschland, dass der den Mittelstand auslöscht und er sagt jetzt hier Kapitalismus ausschalten und klar, es gibt da einige Argumente dafür, aber nur auf dem Blatt Papier, denn wir wissen, in Realität heißt Kapitalismus ausschalten, heißt Verarmung der Massen. Theoretisch, wenn alle wirklich selbstlos wären und die Macht haben, die Macht teilen würden, dann würde vielleicht ein Kommunismus funktionieren. Und wir sehen das auch in der Bibel, das hat mal eine Zeit lang bei den aller christlichsten biblischen Christen mehr oder weniger funktioniert, selbst da hat es nicht richtig funktioniert. Und dann soll es jetzt hier in der egoistischen Welt klappen, es wird niemals klappen. Die einzige Konsequenz ist, wenn man den Kapitalismus durch den Kommunismus ersetzt, eine Massenverarmung, Lebenserwartung wird sinken und die Eliten haben dann wieder alles. Das zeigt allein die Geschichte. Aber scheinbar bläst da hier der KenFM auch in das Horn. Massenverarmung, juhu. Prozent Kapitalisten nicht freiwillig aufgeben, braucht es vorher Aufstand, Bürgerkrieg, Revolution. Lass die Regierenden noch eine Weile rumdoktern mit idiotischen Börsenzertifikaten, CO2-Steuern und anderem Symbol. Also er sagt, ja, die Menschen geben nicht freiwillig diesen bösen Kapitalismus auf und deswegen brauchen Revolutionen, Bürgerkriege und so weiter. Jetzt machen die noch irgendwelche unsinnigen CO2-Gesetze, aber dann kommt die Herrlichkeit für alle. Also er sagt, sie geben sich freiwillig auf. Ja, ich meine, wahrscheinlich wollt ihr alle auch nicht freiwillig euer Auto aufgeben, eure höhere Lebenserwartung. Die Möglichkeit, dass ihr 80 Jahre lebt und nicht 60. Die Möglichkeit, dass wenn ihr ein Kind habt und es krank ist, es nicht sterben muss, sondern gesund sein kann, weil ihr genug Geld habt, es gesund zu machen. Vielleicht gebt ihr das alles nicht freiwillig auf, würde ich sagen, gut so. Zirkus. Dann werden auch die Kids merken, dass sich nichts ändert, wenn sich nicht das destruktive Grundprinzip ändert. Und dann geht's los. Wir brauchen 2, 3, viele Zopfgretels. Träum weiter, winkte Freund Esther ab und setzte in schönstem Hessischen zu. Aber bevor ich mich jetzt aufrisch, ist es mir lieber egal. Matthias... Okay, gut, so weit bis hier. Ich glaube, ihr habt den Grundtenor verstanden. Er bläst, wie gesagt, in dasselbe Horn. Die Umwelt können wir nur retten, indem wir Kommunismus einführen und dann wird es uns allen gut gehen. Der letzte Teil ist die Lüge. Der erste Teil, das Klima könntest du so retten, aber das Klima muss nicht gerettet werden, dem geht's gut. Der zweite Teil, es wird uns alle gut gehen, ist falsch. Die Geschichte zeigt es immer wieder. Und wer immer noch nicht glaubt mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass Kommunismus die Massen verarmt, die Lebenserwartung senkt, und damit eben auch zu Toten führt. Der schau einfach mal nach Nordkorea und dann gibt es auch keine Diskussion mehr. Das ist auch Kommunismus. Und die sind, der vergleiche einfach Nordkorea mit Südkorea. Der vergleiche einfach die Lebenserwartung, den Lebensstandard, die Freude der Menschen zwischen Nordkorea und Südkorea und dann möge er bitte schweigen. Ja, das war's für mich heute. Ich habe mich ein kleines bisschen aufgeregt. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen über dieses Video von KenFM. Ich habe gleich mal den Kanal deabonniert, weil... Ja, ich meine, das scheint manchmal sich ein bisschen über aufzuregen und so zu tun, als wäre alternativ, aber scheint hier nicht wirklich der Fall zu sein. Abonniert mich, solange ihr noch könnt. Wie gesagt, das war jetzt mal ungefilterte Wahrheit. Mal schauen, wie lange sowas geduldet ist. Aber ich finde, in Deutschland per Gesetz ist Meinungsfreiheit geduldet. Deswegen sollte ein Kanal wie Never Forget Nikki oder mein Kanal geduldet sein. Schauen wir mal, wie lange. Per Grundgesetz ist es uns garantiert und darauf hoffen wir mal die nächsten Monate. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich würde euch bitten, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft dem YouTube-Algorithmus, auch wenn ich schon ein bisschen hier gedrosselt wurde. Das merkt man eindeutig früher. Das kann man in Statistik sehen, woher deine Klicks kommen. Mittlerweile kommen sie fast nur noch über die YouTube-Suche. Das heißt quasi Leute, die mehr oder weniger direkt auf meinen Kanal klicken. Vorher war es so, dass ganz viele über quasi diese Anzeigen, oder wie sagt man, über diese Bildchen, wenn du auf die Startseite gehst, dann taucht ein Video auf. Vorher sind da 90% über diese Klicks gekommen, jetzt quasi keiner mehr. Das heißt, ich wurde verbannt von den Startseiten. So ist es halt. Aber gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Freude, Friede im Herzen, Gesundheit, körperlich und geistig, Liebe,
Erfolg in allem, was ihr tut, Segen und Glück. Wiederhören.